Bei dem Flächeninhalt von einem Dreieck gibt es eine Ausnahme. Man kann nämlich das Dreieck so verschieben, das mache ich jetzt mal mit diesem Geometrieprogramm, dass ein besonderes Dreieck entsteht. Könnt ihr euch bestimmt gleich denken. Jetzt haben wir dieses Besondere, nämlich ein rechtwinkliges Dreieck. Nur wohin ist jetzt die Höhe verschwunden? Vielleicht nochmal ganz kurz beobachten. Je näher ich an dieses rechtwinklige Dreieck komme, desto näher kommt doch auch die Höhe dran. Und dann, wenn es soweit ist, verschwindet sie. Warum? Weil jetzt die Höhe die Seite B ist. Also, man hat auch gesagt gehabt, man geht von der gegenüberliegenden Seite senkrecht runter auf die Seite hier. Also die Höhe HC wäre in dem Fall die Seite B. Das ist die Ausnahme. Wenn wir ein rechtwinkliges Dreieck haben, dann können wir mit 1/2 mal B mal C rechnen. Nämlich durch die beiden Katheten. Das sind die den 90-Grad-Winkel einschließen. Weil die eben zueinander Grundseite und Höhe sind. B zum Beispiel, wenn man als Grundseite nimmt, dann ist C die dazu passende Höhe. Nur A. Die dürfen wir in der Formel nicht verwenden. Also Flächeninhalt können wir jetzt berechnen mit 1/2 mal B mal C oder eben andersrum, 1/2 mal C mal B. Je nachdem, was man als Seite, als Grundseite und was man als Höhe sieht.